So, als Bürgermeisterin der Stadt Bad Ischl darf ich recht herzlich zu einer etwas anderen Pressekonferenz heute begrüßen. Wir befinden uns in einer momentanen sehr schwierigen Lage. Nichtsdestotrotz ist uns sehr wichtig, positiv in das Jahr 2021 zu sehen. Wir hoffen natürlich, dass das Lehrfestival 2021 wie geplant stattfinden kann, haben aber natürlich immer einen Plan B auf Lager. Ich darf jetzt weitergeben an den Präsidenten des Lehrfestivals Bad Ischl. Sehr geehrte Damen und Herren, als Präsident des Lehrfestivals Bad Ischl darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Unser Festival kann im nächsten Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiern. Kann oder könnte. Wir leben gerade in einer Zeit der Unsicherheit, in einer Unsicherheit über das persönliche Leben, aber auch in einer Unsicherheit, ob und wie kulturelle Veranstaltungen überhaupt stattfinden können. Aber als Lehrfestival ist es uns ganz wichtig, ein Lebenszeichen abzugeben. Kultur macht einen Menschen erst zum Menschen und trotz der Widrigkeiten haben wir für das nächste Jahr ein Programm vorbereitet, das wir Ihnen heute vorstellen wollen. Es ist eine besondere Herausforderung, ein solches Jahr. Kulturveranstaltungen sind nicht planbar, aber dennoch hat das Team unseres Festivals ganze Arbeit geleistet und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Auch im heurigen Jahr war die Arbeit nicht leicht. Die Rückabwicklung des Kartenverkaufs war eine große Herausforderung, aber das Positive waren die positiven Rückmeldungen unseres Publikums, das uns die Treue hält und wir freuen uns über unser Stammpublikum und freuen uns, dass wir Sie alle alsbald, so bald wie möglich persönlich begrüßen können. Mein besonderer Dank gilt unserem Intendanten Thomas Enzinger, der uns jetzt die Pläne für das Jubiläumsjahr vorstellen wird. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei dieser Videopressekonferenz, eine etwas andere Art von Pressekonferenz, die dieser besonderen Zeit geschuldet ist. Aber ich glaube, es ist genau der richtige Augenblick, um einen optimistischen Blick in die Zukunft zu werfen, in das Jahr 2021 zu werfen. Vorweg möchte ich mich aber herzlich bei Ines Schiller bedanken, der Bürgermeisterin von Bad Ischl, die sich wirklich sehr, sehr stark und mit großem Einsatz für die Kultur einsetzt, für das Leha-Festival einsetzt und es ist keine Selbstverständlichkeit, so empfinde ich das. Genauso möchte ich mich herzlich bedanken bei Hannes Heide, dem Präsidenten des Festivals und dem Verein, die uns auch in diesen sicher nicht einfachen Zeiten sehr, sehr unterstützt haben, die sehr hinter dem Festival gestanden sind und uns auch weiterhin unterstützen. Genauso möchte ich mich bedanken bei der Stadt Bad Ischl, bei dem Land Oberösterreich und auch bei dem Bund. Ohne der Unterstützung wäre dieses Festival jetzt nicht mehr möglich, gäbe es dieses Festival nicht mehr. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so etwas erwähnt. Mir ist natürlich klar und ich finde es auch wirklich wichtig, dass es immer wieder eine Diskussion gibt über Kulturförderung und wie viel Kulturförderung ist notwendig, wie viel Kulturförderung ist wichtig und das muss man auch immer hinterfragen. Aber genauso muss man auch sehen, wie viel Unterstützung es auch gibt und was hier in diesem Land möglich ist, denn wenn ich über die Grenzen schaue, es ist bei Gott nicht überall so. Genauso möchte ich mich aber natürlich auch bei unseren Zuschauern bedanken. Dieses Jahr war nicht einfach, diese Absage war nicht einfach. Wir haben aber ein großes Feedback bekommen, wir haben Verständnis bekommen, aber natürlich auch viel Bedauern bekommen. Und genau das stimmt mich auch optimistisch, weil das zeigt, wie wichtig Kultur generell ist, wie wichtig Kultur auch in schwierigen Zeiten ist und dass es wirklich eine Notwendigkeit ist und dass man Kultur auch immer unterstützen muss. Aber Kultur im Allgemeinen und natürlich auch die vielen, vielen Künstler. Künstler, die oft wirklich sehr, sehr viel opfern, um ihre Kunst zu machen. Und das möchte ich immer wieder betonen, denn es ist nicht selbstverständlich. Auch diese vielen Gratisveranstaltungen, die es immer wieder gibt, das ist richtig, das ist notwendig. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass man sieht, dass viele, viele Künstler von diesem Beruf leben und dass natürlich Kultur auch Geld kostet. Geld kosten muss für jeden Einzelnen und natürlich auch für öffentliche Träger. Und es zeigt mir gerade in dieser Zeit, dass wir dafür eine große Unterstützung haben und ein großes Verständnis haben und dafür Dankeschön. Und jetzt möchte ich genau hier auch einen Blick in die Zukunft geben, 2021. Wir haben ein Jubiläum, 60 Jahre Leha-Festival und das wollen wir natürlich gebührend feiern.
Und zwar mit sehr, sehr vielen Veranstaltungen. Natürlich mit unserem Hauptprogramm im Sommer, Juli und August. Wir spielen die Czardos-Fürstin in einer Starbesetzung, genauso auch in einer sehr edlen Besetzung, der Zarewitsch. Und als drittes Stück haben wir eine Uraufführung, nämlich Dein war mein ganzes Herz über das Leben und mit der Musik von Franz Leher. Aber zusätzlich darüber hinaus wollen wir in diesem Jahr noch viele, viele andere Veranstaltungen durchführen, um dieses Festival gebührend zu feiern. Von Jänner bis Dezember. Und wir haben sehr viele Unterstützer, wir haben sehr viele Künstler, die bei dieser Aktion auch mitmachen. Es wird gespielt nicht nur hier im Kongresshaus, es wird auch gespielt auf der Katrin oben. Es werden Veranstaltungen stattfinden in diversen Hotels, in Kaffeehäusern, in der Trinkhalle und, und. Das genaue Programm, viele Veranstaltungen stehen schon fest, aber vor allem was das Datum betrifft, das werden wir monatsweise bekannt geben, weil wir natürlich reagieren wollen auf die momentane Zeit und was wann möglich ist. Aber ich bin sicher, es wird vieles, nein mehr noch, es wird alles möglich sein. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einen Aufruf machen, wer noch dabei sein möchte beim 60-jährigen Jubiläumsfestival, wer noch Veranstaltungen mit uns als Partner machen möchte, Künstler, Veranstalter, wir sind nach wie vor offen, denn dieses Jahr soll ein besonderes Jahr werden, das Jahr 2021. Und genauso sehen wir in die Zukunft und es wird stattfinden, das verspreche ich Ihnen. Wir freuen uns schon jetzt, wenn wir Sie wieder in Bad Ischl begrüßen dürfen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Drücken Sie uns alle die Daumen für ein gutes Jahr 2021 und für eine tolle Saison 2021.